Hallo liebe Fische, das ist jetzt der zweite Versuch für euch eine Legung zu machen. Wir werden mal sehen, um was es hier bei euch geht. Das ist von der Energie her auch sehr aufwühlend. Wir müssen mal gucken, ja? Also, wir haben hier verschiedene Kartendecks, liebe Fische. Es geht hier um eure Legung vom 1.6. bis zum 15.6.2022. Wir werden als allererstes eure Legung klären mit dem Krafttier-Orakel. Wir haben hier zwei verschiedene Tarotkartendecks und wir haben hier die Lennemore-Karten. Mit den Lennemore-Karten, meine Lieben, werden wir gucken, wie es bei euch weitergeht, ja, in der Situation. Und ansonsten gucken wir uns die Situation mit dem Tarot an und gehen auch noch in die Tiefe, ja. So, jetzt werden wir erstmal gucken, inwiefern wir das hier jetzt hier in die Reihe kriegen. Ansonsten, meine Lieben, für alle die, die neu sind, herzlich willkommen, meine lieben neuen Fische auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr mich gefunden habt. Denkt bitte immer daran, es ist eine Kollektivlegung. Sie kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn sie gar nicht auf dich zutrifft, hast du noch die Möglichkeit, dass du dir gerne eine persönliche Legung buchen kannst. Oder du schaust dir deinen Mond, Venus oder Aszendentzeichen an. Die Möglichkeit hast du auch noch. Ne? So, ja, das ist Wahnsinn. Ja, Kommunikation, das ist auch sehr passend hier. Meine Lieben, wir starten mit dem Eichhörnchen. Kommunikation. Sei frech, keck, authentisch und wendig im Ausdruck des Lebens. Lebe dein Sein. Ja, du wirst hier aufgefordert, dass du sozusagen dich zeigst, in die Kommunikation gehst, sagst, was du möchtest, dich mit Menschen unterhältst. Wird einigen vielleicht auch ein bisschen schwerfallen, nach der ganzen Zeit wieder aus dem Schneckenhaus rauszukommen. Man ist unsicher, man weiß nicht genau, ne? Also wie gesagt, da ist es wichtig, dass du auf deine Intuition auch achtest, lieber Fisch. Dass du einfach auch in die Situation mal reinfühlst, inwiefern, mit wem möchtest du dich wann, wo, wie unterhalten. Ja, und auch hier dieses Thema frech und keck und authentisch sein ist nach der Zeit nicht einfach. Ich kann das nachvollziehen, aber wir dürfen diese Herausforderung annehmen und wir dürfen lernen, sozusagen damit umzugehen. So, ich lege jetzt erstmal die erste Reihe, meine Lieben. Und dann erkläre ich euch, um was es hier geht. Na, da ist eine, die sich umgedreht hat. So, ja. Die Outcome-Karte, die Hauptenergie ist der Glaube, ja, die Situation, die dich stärkt und die hier in den kommenden 14 Tagen überwiegt, ist die Energie des Glaubens, ja. Vielleicht bist du ein sehr gläubiger Mensch oder dir gibt der Glaube Unterstützung, Stärke und Halt, ja, jetzt wieder in die Kommunikation zu gehen, nach außen zu gehen, ja. Wir haben es hier bei dir mit 8 der Schwerter zu tun, ja. 8 der Schwerter ist eine Situation. Du siehst gewisse Dinge nicht. Du bist nicht handlungsfähig. Es kann sein, dass dir das Hauptthema der Kommunikation, das Kecksein, Frechsein, authentisch sein, dass dir das einfach auch extrem schwer fällt noch, ja. Du bist dir sehr unsicher. Du bist abwartend. Mit 2 der Stäbe weißt du nicht, willst du vorangehen, willst du nicht vorangehen. Du beobachtest halt einfach noch, du planst noch, du bist sehr in dich gekehrt und dadurch, dass du auch gewisse Dinge nicht sehen kannst, ist es auch wichtig, dass du wirklich durch die Hauptenergie des Glaubens, dass du wirklich noch in dich hineinhorchst und sagst, es ist alles okay, so wie es ist. Ich entscheide, wann ich wie was wo mache. Und darum geht es letztendlich. Ich spüre hier auch eine gesunde Portion Unsicherheit, das muss ich auch dazu sagen. Das ist für dich nicht einfach. Hauptmerk ist auf jeden Fall die Wunscherfüllung. Es ist für dich auch ganz wichtig, Fisch, und es ist wie eine Wunscherfüllung, dass du wieder mehr in die Kommunikation gehen kannst. Ja.
Vielleicht hast du auch eine gesunde Zeit gewisse Menschen nicht gesehen. Eine gesunde Zeit heißt also eine Zeit mit wirklich Abstand, mit wo man sich eher bedingt durch die ganze Situation sich einfach auch zurückgezogen hat. Und dein Wunsch ist jetzt auch wieder mit Menschen zu reden im Bereich zum Beispiel deiner Familie. Vielleicht hast du eine Familie, die woanders wohnt, wo ihr euch lange nicht sehen konntet. Und hier ist es ganz wichtig, dass du jetzt lernst, wieder, ich darf wieder mich frei bewegen. Leute, ganz ehrlich, ihr seid ganz sensitive Wesen. Ihr seid auch die Liebe pur. Und ich sehe hier meinen Karten, dass euch das wahnsinnig schwer fällt, hier wieder in Anführungsstrichen eine neue Art Leben wieder zu leben. Ja, man ist sehr bedacht, man ist sehr überlegend, man kennt seine Wünsche, keine Frage. Man weiß, es ist hier, die Familie steht über alles, auch keine Frage. Aber hier sozusagen ins göttliche Urvertrauen zu gehen und zu sagen, okay, ich darf wieder raus, ich kann mich frei bewegen. Ich bin aber auch bewusst und bedacht auf die Dinge, die da im Außen gerade passieren. Viele sind sehr unsicher und das sehe ich hier in den Karten auch. Du hast schon die Wünsche danach, dass du dich wieder freier bewegen kannst, dass du auch wieder ohne Angst leben kannst. Und das sehe ich hier ganz klar. Und da hilft dir aber auch dein Glaube, sozusagen die Dinge besser zu sehen oder überhaupt zu sehen. Ja? Wir gucken jetzt mal mit dem zweiten Tarot, meine Lieben, um was es hier noch bei euch geht. Und was geht es hier bei Acht der Schwerter, bei den Fischen bitte? Was sehen die Fische hier nicht? Warum sind die Fische handlungsunfähig? Was gibt es hier für Botschaften, für eine Message bitte? Gar keine. Okay, alles klar. Also passt auf, ihr Lieben. Ja, ihr seid. Wir haben hier den Tod. Der Tod ist die Transformation. Es ist, und das siehst du noch nicht. Du bist hier, Fisch, in einem Prozess des Ich lasse das Alte, hoppala, entschuldigt bitte, ich lasse das Alte hinter mich. Guckt mal, wie die Karten hier sich verhalten. Ich habe auch eine ganz unruhige Energie bei euch. Wartet mal, wir müssen jetzt mal die Kamera noch mal ein bisschen verstellen. Das ist eine sehr interessante Legung hier bei euch. Heidewitzka, Mutter Maria und Josef, ich sag's euch. So, okay. Ja, jede Legung ist anders. Ihr merkt das, ne? Okay, jetzt wieder zur Basis zurück. Meine Lieben, wir haben hier acht der Schwerter und den Tod. Das heißt, ihr seht noch gar nicht, dass ihr hier im Ablösungsprozess seid, im Transformationsprozess seid, okay? Ihr versteht das auch noch nicht, weil ihr seht es auch noch nicht. Aber ihr fühlt es. Ihr fühlt, dass das Alte, was euch hier Sorge bereitet hat, was euch Kummer und Angst bereitet hat. Guckt mal bitte das Video Neumond in den Zwillingen. Da ist ganz, ganz viel. Das passt unglaublich gut zu eurer Legung hier. Mit Familie, mit Loslassen, neue Ära etc. pp. Ihr seid genau hier in diesem Prozess drin, aber ihr seht es noch nicht. Ja, und ihr fühlt halt irgendwie, dass ihr noch nicht richtig weiterkommt, aber ihr versteht noch nicht warum. Und ich kann euch sagen, das hat damit zu tun, dass ihr hier in einer Transformation seid. Ja, und das ist nicht von heute auf morgen und mal schnell um die Ecke, sondern das ist halt hier wirklich ein Prozess bei euch. Okay? So. Dann haben wir hier zwei der Stäbe und wir haben hier den König der Münzen. Ja? Der König der Münzen, da sehe ich euer Gegenüber drinne. Ja, ihr seid hier in einer Stagnation. Ihr überlegt, wie ihr hier vorangehen könnt, ja, mit eurem Gegenüber. Es kann hier sein, aufgrund der Transformation, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, dass ihr euch nach vorne entwickeln möchtet, dass ihr was verändern möchtet. Mit diesem Partner im Moment geht es nicht, weil ihr seid im Moment auf einem anderen Level, sagen sie, ja. Du bist in einer Weiterentwicklung, dein Gegenüber ist in einer Stagnation. Hier ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig zu kommunizieren, ja, auch hier wieder zu sagen, was möchtest du, was ist dir wichtig und dass du das bitte mit deinem Gegenüber auch absprichst, ja. Das ist hier eine Münzenergie, das heißt, es ist eine Erdenergie. Da schaut da bitte mal. Es ist ein Mensch vom Charakter her,
Ich meine, ihr kennt euer Gegenüber. Er ist halt sehr auf Sicherheit bedacht und alles, was neu ist, wird erstmal begutachtet. Man trifft keine Entscheidung, man guckt sich das erstmal an, man ist unsicher. Ja, und das symbolisiert auch hier sozusagen die zwei der Stäbe. Ja, du bist hier im Transformationsprozess, dein Gegenüber kriegt mit, dass du dich veränderst. Aber ihr solltet hier wirklich kommunizieren, meine Lieben, okay? Es geht hier um die Wunscherfüllung, 9 der Kelche. Aber ich möchte gerne wissen, um was geht es hier bei euch bei 9 der Kelche? Was ist hier für Fisch die Wunscherfüllung? Um was geht es hier bitte? Aha. Du möchtest gerne Fisch, dass dein Gegenüber auf dich zukommt. Ich verstehe. Deine Wunscherfüllung ist, dass dein Gegenüber sagt: Schatzilein, du bist für mich die Traumfrau schlechthin. Lass uns das so und so machen. Oder ich habe eine Idee, lass uns mal rausgehen, Kaffee trinken gehen. Oder wie auch immer, egal was. Du möchtest gerne von deinem Gegenüber getragen werden. Ja, Erdzeichen sind dahingehend etwas schwermütiger. Du möchtest aber gerne, du bist ja die Liebe pur, du möchtest einfach gern getragen werden. Dein Wunsch ist es, dass dein Gegenüber auf dich zugeht. Und dein Gegenüber ist aber im Moment nicht auf dem Level. Dein Gegenüber ist eher in einer Stagnation, in einer abwartenden Position. So, wir haben hier die Familie. Ja, die Familie ist 10 der Kelche. Um was geht es hier bei dem Fisch in der Familie, im Bereich der Familie, 10 der Kelche? Um was geht es da bitte? Ah, okay. Lieber Fisch, ihr habt hier Konflikte. Ja, ihr habt innerhalb der Familie habt ihr Konflikte, die hier gelöst werden dürfen. Vielleicht auch deswegen genau, dass dein Gegenüber deswegen auch in einer Stagnation ist und sich das anguckt und dass du eher den Wunsch hast, lass uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Könnte sein, dass es hier ein paar Unstimmigkeiten gibt, aber wie gesagt, die Konflikte sind hier im Bereich der Familie, aber, und jetzt komme ich nochmal auf das Aber zu sprechen. Ja, du darfst hier Fisch, darfst du dich äußern, Kommunikation innerhalb der Familie, im Bereich deiner Partnerschaft, Kinder, egal was, kommuniziere, sei frech, sei keck, sei authentisch. Auch die Entscheidungen, die du hier triffst. Es sind ganz, ganz viele neue Themen sind jetzt am Start. Es kommt ganz viel Neues. Und das ist auch genau der Punkt. Und du bist halt einfach auch hier im Transformationsprozess. Du bist auch in der Veränderung. Und es sind so viele neue Sachen, die dich hier teilweise auch etwas überfordern können. Du möchtest gerne innerhalb der Familie einfach auch ein bisschen mehr Lebensfreude wieder haben. Du möchtest generell wieder mehr Freude haben. Ja? Oder man kann auch sagen, dass der Glaube, der gibt dir den Halt, die Stärke und auch die Zuversicht, die Freude, weil du sagst, ich bin im Glauben, ich weiß, was wichtig ist für mich, ich weiß, um was es hier bei mir geht und ich möchte einfach auch aus dieser Schwere raus, ja. Wir gucken uns mit den Lennemore-Karten an, um was es hier noch bei euch geht, Fische, okay? Ja. Wir haben hier den Ring, das sind Partnerschaften, Beziehungen. Ich sag ja, du siehst es noch nicht, du wirst hier im Bereich deiner Partnerschaft in eine neue, wie soll ich sagen, oder auf eine neue Sphäre gehoben. Du wirst hier eine neue Art und Qualität deiner Beziehung leben können, weil hier das Alte, alles was in deiner Beziehung dir nicht dienlich war, alles was toxisch war, alles was nicht in Ordnung war, da hast du jetzt die Möglichkeit, Fisch, das zu transformieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, du kannst jetzt hier wunderbar an deiner Beziehung arbeiten, okay? Wir gucken jetzt mal weiter. Genau, das habe ich gesagt. Jetzt haben wir die Mäuse. Alles, was dir nicht dienlich ist in deinem Bereich deiner Beziehung, wird durch die Transformation, durch die Mäuse, wird es jetzt weggemaust. Wir gucken weiter. Um was geht es hier noch bei den Fischen? Nee, das ist mir zu viel.
Wir haben hier den Schlüssel. Ja, ich sage immer, der Schlüssel zum Erfolg. Du bist dir darüber schon im Klaren, dass hier in dem Transformationsprozess, der bei dir stattfindet, du genau weißt, welche Dinge hier sozusagen von dir gehen. Und das ist für dich der Schlüssel zum Erfolg. Du weißt letztendlich, dass wenn dein Partner auf dich zukommt, dass du hier lösungsorientiert nach vorne gehen kannst mit ihm und dass du hier auch in die Wunscherfüllung kommst. Du weißt, dass dieser Weg, den du hier gehst, dass der richtig ist. Du weißt es einfach, ja. Du bist wissend, du bist im Glauben, ja. Und vielleicht betest du und hast eine Fürbitte abgegeben oder. Aber du weißt einfach auf dem Weg, und das wirst du immer mehr feststellen im Transformationsprozess, wo du stehst, wo du hin willst und was dir nicht mehr dienlich ist. Wir gucken uns jetzt die Konflikte im Bereich der Familie an, okay? Was passiert hier im Bereich der Familie? Ja, das ist gut, das ist nur von kurzer Dauer, dieses Thema. Es wird nach den Konflikten, wird es auch wieder Harmonie geben. Ja, das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Das ist kein dauerhafter Zustand. Ich sag mal so, da fällt mir ein Satz ein, den hat meine Mutter mal zu mir gesagt. Sie sagte immer, nach Gewitter ist die Luft gereinigt und dann ist alles wieder gut. Manchmal muss ein Gewitter kommen, damit wir wieder saubere Luft zum Atmen haben. So, und das ist genau das, was ich sehe. Ja, ich sehe hier die 5 der Stäbe als Gewitter, als Konflikte im Bereich der Familie, die aber nicht lange dauern, die aber auch gut sind, ja, damit sich eure Luft klärt. Ja, und guckt mal, es geht hier voran. Wir haben hier das Schiff. Das Schiff ist ein, ja, das ist ein Fahrzeug, was auf dem Wasser fährt oder hier präsentiert in der Luft fliegt als Luftschiff. Das heißt, es dauert seine Zeit. Ja, Schiffe sind nicht die schnellsten, aber es geht voran und das ist wichtig. Es geht voran im Bereich der Familie, es geht voran im Bereich deiner Beziehungen. Und was auch sehr schön hier zu sehen ist, der Glaube gibt dir einfach auch die positive, den positiven Halt, die Freude daran, auch dass man dadurch weitergehen kann. Der Glaube ist hier die absolut entscheidende Karte. Ja, bitte, lieber Fisch, geh in die Kommunikation. Das ist für dich ganz, ganz wichtig für die kommende Zeit. Sprich aus, liebevoll, was du möchtest. Rede, das ist ganz wichtig. Ja, rede einfach. Dann wirst du auch weiterhin, wie soll ich sagen, dich weiterentwickeln können. Die Transformation wird definitiv weitergehen und du wirst auch die 8 der Schwerter wirst du dann auch sozusagen loswerden. Die Blockade wird sich dann lösen, wenn die Zeit gekommen ist. Die Stagnation wird aufgehoben, die wird gehen. Du wirst in die Wunscherfüllung kommen und im Bereich der Familie siehst du ja, wird es dann auch wieder ruhiger werden. Ja, in diesem Sinne, lieber Fisch, alles, alles Liebe. Ich danke dir für dein Abo, ich danke dir für dein Like, ich danke dir für deine Zeit, dass du bis hierhin geguckt hast. Wenn du gerne eine persönliche Legung möchtest, trau dich ruhig, schreib mich gerne an. Ich bin gerne für euch da. In diesem Sinne, alles Liebe, macht's gut, ciao, eure Katrin.